Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, dann fangen wir jetzt mal an, hier unten in Cranberry Bock ein bisschen Unruhe zu stiften. Und ich kann sogar mit der Ultrazit ohne kalibrierte Stoßdämpfer rennen. Oh, ist das herrlich. Aber schießen kann ich immer noch nicht. Achso, jetzt weiß ich auch, woran es liegt. Ich habe auf den Kopf gerichtet. Na, wenn man da mal wieder nicht drauf achtet. So, linker Arm. Nein, nein, da mein. Tanzen wir eine Runde, oder was? Oh, da war ich wieder ein bisschen zu schnell mit dem E. Na, jetzt muss ich wieder neu nachladen. Eieiei. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch, ja, ich kann noch ein bisschen was mitnehmen. Ich darf noch rennen. Dann gucken wir jetzt mal nach technischen Daten. Vielleicht habe ich ja noch mal Glück hier unten. Und finde noch mal was in der Richtung. Aber nein, hier schon mal nicht. Und düse ich mal weiter. Vielleicht haben wir ja hier gleich Glück und ein bisschen laufende Metersäure oder so. Ne? Da war die Aussage ein bisschen zu schnell weg. Ne, Supermutanten. Ja, Raketen gegen Raketen, komm. Welche Raketen gewinnen? Solltest auch schießen. Oh, alle. Nichts mehr drin. Eigentlich passt das Pistolenbild nicht wirklich zu einer Powerrüstung. Oh, noch einer mit Minigun. Dann wird halt die Schwarzpulverpistole genommen. Aber wenigstens gibt es noch mal Minigun-Munition. Aber jetzt war es das auch wieder mit dem Laufen. Oh. Na komm schon. Lass schneller nach. Geht doch. Na. Schwimmt er mir hier weg? So, tippeln wir hier mal rum. Da haben wir auch noch mal Minigun-Muni. Kann sich ja jetzt mal wieder ansammeln. Gut, dann gucke ich mal erstmal hier oben jetzt nach den Safe. Nehmen wir auch gleich alles mit. Natürlich erste Haarklammer ist natürlich wie immer weg. Aber die zweite, okay, die zweite will auch nicht. Aber die dritte. So. Düngerbeutel kriegen wir hier. Aha. Packt denn Dünger in den Safe? Ist der so wertvoll, ja? Stelle ich mir jetzt wirklich gerade so einen Bauern vor. Eieieiei. Hab ich mich jetzt verjagt? Ich könnte ja noch nicht alles auf mich drauf schießen. Sag mal, warum kann ich denn nicht richtig springen heute? So. Da wollte sich die Minigun schnappen. Was für ein Schweinepriester. So, wo ist der andere? Da müsste er ja auch irgendwo liegen. In der Suppe. So, gucken wir jetzt nochmal. Irgendwo hier in der Suppe müsste er rumliegen.
Ne? Na gut, dann keine weitere Minigun-Money. Dann nehmen wir hier halt das Lasergeschütz mit und gucken hier oben dann nochmal rein. Na, mit X. Erste Hilfe ist leer. Dann auf zum nächsten Gebäude mit Safe. Gibt ja hier nicht nur ein Safe. Na komm. Ich müsste gleich einmal kaputt machen, dann dürfte ich eigentlich auch schon wieder laufen können. Ihre Kinder haben wir jetzt aufgesammelt, wieder 8. Aber machen wir jetzt erstmal die Safe-Runde fertig hier. Na? Ja, technische Daten, da haben wir sie doch. Wunderbar, jetzt muss ich bloß aufpassen beim zweiten Safe. Nicht, dass ich da... ein bisschen Blödsinn baue. Draußen wird schon wieder geschossen ohne Ende. Ah, komm. Jawohl, wir können gerade so wieder laufen. Oh, herrlich. Kann wieder fliegen. So, dann gucken wir hier jetzt nochmal in den ein Safe rein. Da haben wir hier nochmal was drinne. Wenn technische Daten drin sind, dann muss ich sie mir merken. Wenn nicht, dann ist ja nicht schlimm. Aber ein bisschen Stoff und Co. kann ich schon mal gebrauchen. Wir haben hier nochmal technische Daten drin liegen. Jetzt bin ich wieder überladen. Gut. Das heißt, ich muss, wenn ich mit der reisen will... Können wir mal kurz gucken. Dass ich mir das Ding hier irgendwo hinklatsch. Ja, hier. Mal kurz alles wegschmeiß. Aber kurz hochporte. Ah, ich hätte auch Mogwai porten können. Scheinbar hat der auch technische Daten gefunden. Na gut, dann haben wir jetzt halt Geld ausgegeben. So arm sind wir ja jetzt auch nicht. So, können wir uns gleich ein bisschen Holz mitnehmen. Jetzt können wir Mogwai erstmal peitschen hier. Mach schneller auf! So, dann lassen wir ihn schon mal abgeben. Dann plündern wir hier schon mal den Vorratskammer, was eine schlechte Idee war, weil ich danach nicht mehr porten kann. Ich muss aussteigen. Alter, hier alles voll mit Plasmagranaten. So, Dokumente abgeben. Na, spätestens mit den Dokumenten hätte sich sowieso erledigt. Ah, so, einmal Witz. Staubsauger spielen. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was es eigentlich gab. Also, es lief zwar durch, aber ich habe jetzt null drauf geachtet. Na, wenn es jetzt irgendwas Wichtiges war, dann wäre es ja... spätestens beim Schneiden sehen. Dann rennen wir jetzt nochmal. Na, warum will ich jetzt eigentlich hochrennen? Eigentlich muss ich doch nur aussteigen. Ach, hoch, ich kann wieder porten. Wie kommt das denn? So, dann holen wir uns jetzt nochmal das zweite Mal technische Daten ab. Passt ja eigentlich ganz gut. Und haben nochmal gut 4-3 EP bekommen.
Ja, aber... Ja, jetzt falle ich ins erstbeste Loch hier. Falsch, da hinten war das. So, nochmal schön Strahlung mitnehmen. Hm, lecker Strahlung. Gut für den Turn. So, hier haben wir nichts weiter drin. Hier auch nicht. Gut. Können wir mal gucken. Jo, der Mogwai ist noch da. Dann nehme ich den mal als Portpunkt. Boah, hoffen, dass er jetzt nicht wegreißt. Und ich da woanders lande. Aber dürfte eigentlich schnell genug gewesen sein. So. Technische Daten Nummer 2. Eigentlich wollte ich da jetzt nur runter, um die Besetzer rauszuschmeißen. Was sowieso nicht so klappen wird. Aber dann haben wir jetzt gleich nur noch Zeit für die Brandbestie. Kann ja keiner ahnen, dass ich gleich zweimal technische Daten finde. Ich prügele euch mit der blanken Faust. Raus hier aus dem Keller. Jetzt kommt hier noch eine. Oh, Frechheit. So, einmal abgeben. Wunderbar. Und dann Kampfrüstung. Linkes Bein hinzugefügt. Wieder zurück. Ich bin jetzt am überlegen, na, eigentlich könnte ich es machen. Mal 4 Stimpaks, nochmal 500 EP und ein unnachgiebiges Kampfrüstungsteil. Hm. Ja, okay. Wir machen es mal anders. Wir gehen jetzt mal einfach in die Bagger. Dürfte auch ausreichen. Und dann schauen wir mal. So, da werde ich ja jetzt aber den großen Laser brauchen. Sonst wird das hier nichts. Achso, ich habe ja jetzt gar kein Jetpack. Hahaha. Ich kann dafür aber jetzt permanent rennen. Das sollten sie mal echt mal machen. Für die Bagger nochmal ein Jetpack oder so. Und meine liebe Brandbestie, was machst du denn da? Erstens sieht das sehr, sehr weird aus. Ah, jetzt kommst du hoch. Victory is assured. Jetzt fliege ich hier nicht so im Kreis. Ja, ein Drehwurm. So, dich nochmal. Dann hauen wir dich hier nochmal weg hinten. Jetzt kriegst du den Rest. Ja, der Rest und ich muss nachladen. So. Da bist du. Na, dann komm mal her. Ach, die kommt sogar runter, wie nett. Läuft er genauso schnell wie ich hier. Ach, halt. Ich darf dich nicht zur Asche verbrennen. Da war ja was. Obstruction. Ich wollte gerade sagen. So viele Raketen kannst du doch gar nicht. Nein. Wieder raus aus der Perspektive. Sonst verliere ich doch immer nur die Orientierung. So, DNS, gib sie mir. Wunderbar. Da hinten ist noch einer. Okay. Sparen wir uns auch gleich ein bisschen Gewicht hier. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt da hinten reinrennen. 46 Kerne haben wir noch.
wollte ja sowieso ein bisschen runterspielen vorher. Mal schauen. Bevor wir uns wieder neue zulegen. So, hallo, Herr Verbrannter. Wir schießen mit Raketen in Gebäuden. Doch. Was willst du von mir hier? Bleib mir fern. Ich will nichts von deiner Mistgabel haben. Jetzt kriegst du was mit meiner Keule hier. So, hier haben wir schon mal leer denn. Schmutziges Wasser, nehmen wir alles mit. Ganzen Stank Zigaretten. Kann halt auch immer den E-Button nicht sein lassen. Geht halt nicht anders. So, dann drücken wir uns hier mal einen rein. Dann schauen wir mal. Wo ist sie denn? Da oben. Na, noch nicht mal legendär. Schade. Hoppala. Das ging ja in die völlig falsche Richtung. Na komm. Ein paar Treffer habe ich gelandet, aber nicht allzu viele. Ach Mensch. Bin heute echt nicht der Treffsicherste. Ich glaube, ich bin die Waffe einfach jetzt mit Doppelschuss nicht gewohnt. Aber passt doch. Na. Haben wir hier auch gleich alles mit. Haben wir da. Vergiss es. Da kommt gleich noch einer. Na gut, dann komm doch her. Oh, die ist sogar legendär. Ich bin nicht was. Bin ich an dir interessiert? Ja, das stimmt. Na, nun flatter nicht weg. Du warst gerade so in perfekter Position. Na, komm, komm und hier. Und Axtstacheln gekrochen, Axt. Ja, die zweite. So, du gehörtest hier zu der Besatzung, deswegen wirst du ausgelöscht. Aber noch einer müsste dazugehören von außen. Ah, wie ich Bock hasse, wenn ich hier immer irgendwo zwischenlande. So, wo ist denn der? Der müsste da vorne sein. Und tschüss. So, jetzt werden wir wahrscheinlich eher das Problem haben, wenn wir gleich in die Höhle reingehen. Dass ich da die Quest nicht fertig kriege, weil sie sich da in irgendeine Wand wieder festbacken, wo man nicht rankommt. Und hier kommt noch eine Brandbestie raus. Gut, machen wir dich auch nochmal. Friss Gamma-Patronen. Ah, cool. Mist. Shit. Wechsel, wechsel, wechsel. So. Volkul mag gerne Gamma beschossen werden. So, gucken wir mal. Gut.
Ist sogar ein Pest hier weg. Ich nehme sogar noch die ganze Todeskralle hier mit. So, jetzt wird es sich aber nicht lohnen, mit der Höhle nochmal anzufangen. Heißt, wir machen hier hinten den Betriebshof von den Ghulen frei. Oder von den Ratten in dem Fall. Communist detected on American soil. Lethal force engaged. So. Oh, das hört sich gut an. Dass hier irgendwo eine Wackelpuppe ist. So, nächste weg. Ich kriege aber auch recht viel an 44er Muni. Mann, jetzt lass mich doch erstmal nach der Wackelpuppe suchen. Ah ne, die ist tot. So. Die Schleichenwackelpuppe. Hä? Was ist denn das, Missvieh? Hab dich doch eben noch gesehen. Komm. Komm raus. Nehmen wir hier halt so alles erstmal mit. Erschossen wirst du trotzdem. Da ist ja noch einer. Ja, war falsch. Ist mir hier ein bisschen zu eng. So, Superkleber und Hämmerchen. Holz hatte ich schon mitgenommen. Passt. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich dieses Camp jetzt hier als Ausgangsbasis, um mal alles kaputt zu machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.